Ihr habt mich gefragt, Marco, wie ist Berlin? Wie sind die Menschen dort? Wie sieht es da so aus? Und ja, ich habe ja jetzt angefangen, draußen Videos zu machen. Und da seht ihr auch mal, wie Berlin aussieht. Und es ist ziemlich offensichtlich von all den Videos, die ich gemacht habe, gerade weil ich die Videos auch an unterschiedlichen Orten mache, ist es ziemlich offensichtlich, dass wirklich Berlin sehr, sehr, sehr grün ist. Also ich finde echt sehr viele grüne Flächen. Und wie ihr seht, bin ich hier wieder auf einer Wiese und ganz viele Bäume sind im Bild. Ich nehme ganz viele Bäume auf im Hintergrund. Insofern, das ist ein Aspekt von Berlin. Berlin ist sehr grün. Es gibt viele Parkanlagen, es gibt viele Bäume, es gibt viele Alleen. Es gibt natürlich auch den Tierpark. Das ist ein riesengroßer Park. Und, Wind. Wind gibt es auch in Berlin. Hättet ihr nicht gedacht, ne? Wind gibt es auch in Berlin. Nein, ich erwähne das bloß, weil manchmal hört man mich nicht so gut, wenn viel Wind ist. Deswegen mag ich den Wind gerade nicht. Und heute scheint auch nicht so viel Sonne, was schade ist. Aber so ist nun mal Berlin. Das Wetter in Berlin ist mal total toll und dann ist es mal nicht so toll. Schlecht, würde man sagen. Und genau, und die Berliner, also auch die Deutschen generell sind immer sehr, sehr direkt, sehr offen. Und so sind auch die Berliner, vielleicht sogar noch mehr so, ja, noch direkter, noch offener, noch ehrlicher. Und die Berliner haben auch den Ruf, sehr direkt zu sein. Das nennt man Berliner Schnauze, ja. Berliner Schnauze ist so die Bezeichnung für dieses etwas rüpelhafte, etwas unhöfliche, aber eigentlich lieb gemeinte Art zu reden. Eine sehr, sehr, also man kann sagen, die Berliner sind unhöflich, aber die Berliner meinen das nicht so. Die meinen das eigentlich nett, wenn sie so direkt sind. Oder sie meinen es scherzhaft. Ein Beispiel ist zum Beispiel, es gab eine Werbung für Berlin, wo sie meinten, Berlin, die Stadt, wo es härter ausgedrückt wird, als es gemeint ist. Und auf dem Bild ist eine Kellnerin, ja, eine Kellnerin, eine Frau, die das Essen bringt im Restaurant. Und sie hatte ein T-Shirt, wo drauf stand, Trinkgeld oder Schnauze halten. Ja, Trinkgeld oder Schnauze halten. Das heißt, dass man ihr, also das Trinkgeld ist das Geld, was man zusätzlich noch gibt für die Kellnerin. Und Schnauze halten heißt, den Mund zu machen. Ja, pst, Schnauze, Schnauze. Und das ist natürlich sehr unhöflich, wenn man sagt, Schnauze halten. Aber in dem Fall war es eigentlich lieb gemeint. Es war ein kleiner Scherz. Und das ist die Berliner Schnauze. Das wirkt ein bisschen rüpelhaft, ein bisschen unhöflich, aber ist nett gemeint. Und dann hat Berlin auch eine sehr interessante Geschichte, über die
möchte ich später nochmal ein Video machen, weil das auch ein bisschen länger dauert zu erklären. Aber diese Geschichte ist sehr faszinierend und von der werde ich euch später etwas erzählen. Aber das waren jetzt erstmal meine Gedanken zu Berlin. Berlin ist grün, die Leute sind sehr ehrlich und direkt und es ist eine schöne Stadt. Also ich lebe sehr, sehr gerne hier. Ich lebe sehr gerne hier. Und ich spiele mit dem Gedanken auch ein bisschen Reiseführer zu sein oder den Reiseführer für euch zu machen. Da werde ich mir was überlegen, damit ihr, wenn ihr nach Berlin kommt, dass ich mir ein Programm ausdenke und euch Berlin zeige. Ich glaube, das würde mir sehr viel Spaß machen und euch, glaube ich, auch sehr. Denn es gibt so viele schöne Orte in Berlin, die man besuchen kann. Aber dazu mehr später. Und jetzt sage ich erstmal bis morgen. Tschüss.